Genau, so ist es richtig. Da kommt der Boilerstopper noch dran, den sparen wir uns jetzt hier. Aber so sieht man, heute machen wir nämlich die Liquid Powder Paste in Verbindung mit Half and Half aufs Haar. Das heißt, wir schneiden erst so ein Stück Liquid Powder Paste mit dem Messerchen aus der Dose raus. Kreis schneiden, genauso wie die Sandra das hier hat. Das kann man natürlich nachher noch feintunen, wie man das dann haben will. Man braucht es nicht um den Boiler kneten. Hier heute zeigen wir die Version, wie man es aufs Haar zieht. Als erstes und dann quasi den Half-and-Half oder auch ein Stück Pop-Up dann als Ende fixieren. Flake rausgeschnitten, jawohl. Es gibt ja Flakes und Stücke, aber egal, jeder wie er mag. Die Liquid Powder Paste ist ja so intensiv und löst sich eben nicht so schnell auf. Das ist wichtig. Und trotzdem fängt sie von Beginn an, ihre Lockstoffe zu verbreiten. Extrem feines Mehl von dem Carb Track Powder. Da ist ja sogar auch ein bisschen in Pea drin. Und in Liquid. So. Wer das mal gerochen hat, wird den Geruch auch nicht vergessen. Man kann das Haar kürzer wählen, länger wählen. Das sind ja nochmal ganz andere Bereiche, was die Rigs angeht. Nehmt ihr euer Rig und entsprechend, ob jetzt zwei Boilies als Snowman oder eben Liquid Powder Paste, die ja auch im Wasser sehr leicht ist. Die wird im Wasser noch ein bisschen größer, vergrößert ihr Volumen minimal. Und hier haben wir jetzt bei der Birgit auch die Liquid Powder Paste fertig. Und ihr könnt die beide nochmal zusammen präsentieren, in der Mitte vielleicht. Da bauen wir uns ziemlich schön, hat man einen schönen Hintergrund auch. So, und das fängt, ich wiederhole mich gerne an der Stelle, Uwe Moorweis wird wieder sagen, das möge die Fisch. Und die lieben das, ja. Ihr habt ja fast identisch Banane mit dem Half-and-Half, also ein Half-and-Half Banane mit der Liquid Powder Paste und einmal der Elite Strawberry. Ja, gibt natürlich dann alle Sorten, Skopano Nachmunsters Paradise, Big Fish, Mega Grill und so weiter. Ja, habt ihr gut gemacht. Ich bin sehr gespannt, was wir nächstes Mal machen. Das war's. Bye bye. Andersrum kann man bei dem Sinker auch die Liquid Powder Paste ans Ende vom Haar bringen, also als letztes aufziehen.